Moin moin liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Raft. Ja, ich habe mich mal dran gemacht und habe eine große Insel komplett abgelootet. Das war viel Arbeit. Lohnt nicht. Da lieber ein paar kleine Anreisen. Das hat mehr Abwechslung, also egal. Gut, was haben wir diese Folge vor? Also, wir wollen die 5 Schmieden bauen. Das machen wir mal als allererstes. Achso, ich habe hier nochmal ein Paket. Bin nebenbei noch mal wieder Fische am Grillen. Das muss ich mal angucken. Bei dir wird. Noch eine Sofa. Schöne L-Form. Sehr schön. Gut, wir wollen bauen Schmelzen. Ich habe geguckt, es müsste jetzt eigentlich genug Material da sein für 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. So, Flammenöffnung nach vorne. Einmal. Zweimal. Mal. Vorher tue ich es jetzt noch nicht, sonst ist Holz gleich wieder alle. Weil wir müssen uns mal so langsam Kopf machen, dass wir das Boot mit Farbe bestücken. Dazu brauchen wir Farbmühlen. Ja, ich hoffe da. Ja, so viel brauchen die, glaube ich, nicht. Ah, 6 Stück sind nochmal 30. Ja, okay, brauchen wir auch nochmal 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, recht genau. Und dann können die erstmal weg. Gut. Zack, 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 zack. So. Gut. Hier können wir jetzt Farbe erstellen. Dazu bedeutet, dass wir nochmal 10 Kisten hier an der Wand brauchen. Einmal für Blüten, einmal für die Pfaff. Und ja. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Drama. Kurz mal einmal aufräumen. Ja, das geht ja heute wieder richtig. Oh, guck mal, ein Amazon-Paket. Was haben wir denn? Noch eine Ablage, aber diesmal in guter Qualität. So. Ja, ich sammle nebenbei Würfel. Sind da jetzt reingepackt? Wo sind die Würfel denn? Ja, nur 4 sein müssen. Ja, müssen wir nur gucken, dass wir wohl 60 Material herkriegen. Wobei, wir brauchen die Dinger gleich wieder. Ist egal. Die Flächen lasse ich jetzt erstmal offen. Da muss ich erstmal wieder Holz ansammeln. Ich will das Holz für was anderes benutzen. Und zwar wird hier langsam unser Material, unser Platz knapp, hätte ich fast gesagt. Doppelfrühstück. Chicken Burger. So, da sammeln wir auch nochmal. Das heißt, wir müssen uns Fehler mitnehmen, wenn wir sie nicht für Pfeile brauchen, kann man sie gut in den Schredder schmeißen. Ja, wir müssen die unser Lager neu sortieren. Also wir nähern uns immer mehr dem finalen Design. Ups. Ein bisschen Hunger. 2, 3, das reichen. So, sind wir da auch wieder voll. Meistens gleich wieder 5 neue drauf. 3 Hähnchen. Zack, 1, 2, 3. Wie gesagt, unser Nahrungsrepertoire, das ist hier gerade alles ein bisschen Backgemüse. Alles gerade ein bisschen voll. Wir können werden die Küche zwar noch nicht verändern, aber wir werden unser Küchenlager schon mal neu einrichten. Da wir quasi über die Rezepte von überall aus craften können, ist das ja auch Banane, wo da was steht. Bis auf der Grill, den müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Aber für die Rezepte ist das erstmal Boogie. Gut. Einmal muss ich mal ganz kurz ein kleines Päuschen machen. Ich muss auch mal ganz kurz auszählen, wo die Dinger hin müssen. Bin gleich wieder da. Muss auch die Pause beenden und nicht einfach weiter quatschen. Gut, also, ich habe das mal ausgezählt, wo es hin muss. Und zwar, na, wenn wir hier die Treppe hochkommen, dann haben wir genau einen Platz. Daneben wird eine Tür kommen und dann geht es hier quasi in unseren hydroponischen Garten, hätte ich jetzt fast gesagt. Der wird halt vollgestellt mit allem Möglichen an Pflanzentöpfen. Allerdings werden wir sie noch nicht
bauen. Ich will da erst ein Dach drüber haben, ansonsten müssen wir hier mit Vogelscheuchen arbeiten, da habe ich keinen Bock zu. Aber zumindest können wir schon mal unsere Säulen für die Kästen bauen. Und zwar brauchen wir insgesamt vier auf jeder Seite. Das heißt 4, 8, 12 mal 2 macht 24. Wir brauchen jetzt 24 Kisten. Ich hoffe, wir haben 24 Kisten. Machen wir 24 Kisten. Das sieht nämlich nicht gut aus. Aber machen wir erstmal die ersten 8. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Und da war es auch schon wieder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, das ist quasi die erste Wand. So, und da nutzen wir jetzt quasi den Tritt, den ich schon mal gesagt hatte. Mit Steuerung. Aus Sensitiv und Sensitiv geht runter. So, und dann gucken wir, dass wir die mal sauber ausgerichtet bekommen. Ja, wo packen wir die erste hin? Knapp über dem Boden. Zweite. Hier dran. Die nächste kommt. Die Höhe. Und dann auf die Höhe. Naja, symmetrisch ist was anderes. Oh, mit der Einstellung, die Maus zu drehen, ist die Hölle. Gut. So, hängen wir es an der Wand. Ganz unten. An der Wand lang. So. Da. Zweiten orientiert. Okay, der ist so hoch. Den hatte ich daran gebastelt. Ganz ehrlich, das macht er hier genauso. So, passt das einigermaßen? Nicht mal ansatzweise. Der muss ein tiefer. Ah, das sieht doch gut aus. So, das müssen wir jetzt quasi dreimal machen. Wir können aber schon mal anfangen, unser Material hochzuholen, um die Grillkiste dort zu entlasten. Das heißt, wir nehmen die Fische mit. Und die Fleisch. Die kommen nämlich in den ersten. Und da fangen wir an. Die kleinen Fische kommen da unten. Zack. Da kommt die hin. Die beiden großen kommen rein rüber. Oh, warte mal. Fest. Da unten kommen die beiden anderen Fische rein. Dann packen wir hier die Haifischsteaks rein. Da oben den Kopf, wo ich die beiden fleischig sind, packe. Weiß ich. Weiß ich auswendig gar nicht mehr. Was habe ich die denn zusammengepackt? Mit Pilzen? Die beiden Kollegen hier, die müssen noch mit. Dann können die beiden nämlich auch darüber. Da packen wir den hin, da packen wir den hin. Gut. Oh, hallo. Ach ja, das ist die andere Typ von großer Insel, den ich auch nicht mag. Da oben ist der Laden. Ein fieses Gekletter. Darum, darum, darum. Kommst dir vor wie auf dem Weg hier zum Schloss von Haggard beim letzten Einhorn. Bisschen mehr nach. Und oh. Das Ding geht, glaube ich, bis 2000 irgendwas Meter hinten raus. Und dann dürfte es irgendwo hier wiederkommen. Na, ja, vielleicht auch ein Tick weiter nach links. Kleinen Strich nach Backbord.
Gut. Denn ich guck mal ganz. Ne, warte, bevor ich gucke. Gucken wir mal, dass wir die nächsten Kisten kriegen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mal sehen, wie weit wir kommen. Zack. Da? Ne, da hatte ich. Das einigermaßen unten, da drunter. Ah gut, dann nehmen wir den nochmal zurück. Muss hier aber symmetrisch sein. Sonst dreht man den Monk durch. Zack. Oha. Symmetrisch ja, aber nicht so getäuscht. Die packen wir erstmal woanders hin. Zack. So. Müssen wir dann nach rechts rüber. Ja, das ist ein Kreuz. So, von wegen, wie du guckst. So. Ja, besser. So, ne? Und dann ist einer unten, einer ist oben dran, einer ist unten, einer ist oben dran. So, die nächsten vier. Eins, zwei, drei. Kein Eisen eingeschmolzen. Da müssen wir erstmal Eisen schmelzen. Ah, wir brauchen noch so viele Kisten. Wir haben nicht zufällig noch irgendwo eine hier drin. Nee. Dann. Aber wie gut, dass wir jetzt 10 Schmieden haben. Da können wir erstmal pauschal so einen halben Stack einschmelzen. 1, 2, 3, 4. Planke platzieren, Planke platzieren. So. Gut. Heidenei. Suchen wir erstmal für Nachschub. Ups. Ist voll. Oh. Ja. Blätter. Ist schon voll. Ist schon voll. Warte mal, dann packen wir auch 60er Stack gleich wieder drüben rein. Das Plastik weg. Holz weg. Auch Holz ist eh fast alle. Da wären wir eh nicht mit weit gekommen. Fein weg. Schrott weg. Seile gehören auf die andere Seite. Haben wir hier. Danke. Holz. Warte mal, Plastik. Das ist nur einer. Ja, der eine kann hier rüber. Die anderen gehen nämlich in den Schröder. Das sind nämlich nochmal zwei Würfel. So, Stapel 1. Bei 30 dürfte er loslaufen. Wenn die Batterie nicht alle wäre. Ich sag ja, das Ding brennt durch unsere Batterievorräte. Ach, die Zeit. Viertelstunde erst, okay. Zack. Batterie. Zack. Warte mal, dann ist ja quasi die Kiste frei. Packen wir da erstmal. Auch da oben beipacken erstmal. Das bleibt Platz. Und die Federn. Ah, da habe ich auch schon gut geschöpft. Ja, irgendwann hast du ja wirklich so viel Material drin. Dass du dir darüber keine Sorgen mehr machen musst, um deinen Schredder, wie du deinen Schredder zu füttern hast, dann hast du ja das Problem, dass du keine Lust hast, alles in den Schredder reinzudonnern.
Kartoffeln und Dings kommen drüben rein. Oh, da kommt noch eine Insel vorbei. Sollte öfter mal rausgucken. Weil es gibt nämlich auch so seltene Inseln. Nee, das ist die, glaube ich, mit dem schrägen, dem schrägen Aufgang. So, da kriegen wir zumindest schon wieder zwei, drei Kisten zusammen. Plastik. Jo. Ihr könnt euch erstmal ansammeln. Seid ihr denn fertig? Jo. Ist der 10er Stack. Der da rein. Der da rein. Oh, doscht. Danke. 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 So, deutlich einfacher. Gut. Dann können wir oben schon mal weitermachen. Weit sind wir denn vom Ziel entfernt? Siehst du, da läuft er oben raus. Kurs mal ein Stückchen weiter nach Backbord. 2-3 Strich. Bilder der großen Insel nicht im Weg kommen. Ja. Dann ist es mir lieber, dass wir das nächste Ziel an Steuerbordseite passieren. Gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten Kisten bauen. 1, 2, 3, 4. Berg. So. Deppscher. Zack. 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 Ein zu hoch. Wirklich dick zu. Habe ich unten dran gesetzt? Nee. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen mit der Parallax, ist das echt fies. Hm, ja. Passt. So. 1, 2, 3, 4. Oh, kein Schrott mehr. Jetzt wird's interessant. Wir müssen eine Insel anfahren. Ich habe keinen Schrott mehr. Das sieht man zum ersten Mal. Verdammt. Gut. Erstmal die Einstellung. Eins. So. Das meinte ich damit. Da will ich nicht gegenfahren. Aber wenn ich das richtig sehe, treiben wir dran vorbei. Da oben ist der Geier. Den keiner leiden mag. Jo. Cutie. Dann muss ich erstmal rausfinden, was hier alles rein muss. Bin gleich wieder da. So, jetzt weiß ich wieder, was wo reingehört. So, also. Na, hier haben wir unsere ganzen Fischsachen drin, ne? Mit Puffer und Haifisch und die beiden großen und die vier kleinen Sorten sind hier. Hier oben packen wir unser Fleisch rein, da die Drumsticks und da unten kommen Kartoffeln und Rübe rein. Nee, nicht die. Die. Kartoffel. Rübe. So, und auf die andere Seite kommt quasi mehr oder weniger die anderen Anfangsfrüchte.
Also R. Scharniere kann ich mal eben abgeben. Zack. Holzen. Also lass das Ding sich nicht überfüllen, weil die passen nur eine begrenzte Anzahl. Und ich will auf gar keinen Fall Holz oder sowas verpassen. Plastik. Blätter. Schrott. Seile. Ah, wir aßen ja auch wieder ganz gewaltig durch die Bestände durch. Zack. Ja, die Rübe gehört nach unten da oben. Die Rübe hier, ja. So, und dann kommen wir auf die andere Seite. Wo kommen die Mangos rein? Dann kommen wahrscheinlich die Wassermelonen. Ne, Kokosnuss. Ah ja, weil das Bäume sind. Dann kommen die Wassermelonen. Und dann kommen die Ananasse. Ananas, das. Gucken wir nochmal an so letzte Überraschungspaketchen rein hier. Eine Weltkugel. Und Feuerkorb, ja. Damit wird's lauschig. Gut, noch die letzte, die brauchen wir eigentlich schon. Ah, also zumindest eine Seite brauchen wir. Weil das haben wir nämlich auch schon. Ah, ist noch gut dran vorbeigetrieben. Ja. Zum nächsten Punkt kommen wir dann auch einigermaßen. Gut, was sagt denn die Zeit? Gut, wir müssen eh, glaube ich, warten, bis wir mal wieder auf eine kleine Insel stoßen. Und derzeit werde ich Folgendes tun. Wir werden angeln. Und zwar, wo habe ich denn die Köder hin? Da sind die Köder. Da ist die Angel. Zack. Und wir sollten mal ein bisschen was futtern. Was haben wir denn hier? Ach, machen wir die als erstes weg. Dazu, die Axt brauchen wir erstmal nicht. Ups. Na, ihr seht, der Gain da vorne ist echt marginal. Muss ich so einen halben Stack futtern, bis du halbwegs satt bist. Zack, so, dann trinken wir noch einen Schluck. Dann ist auch wieder Wasser alle. Holen wir erstmal Wasser. Dann nochmal was zu futtern. Ja, das Floß ist schon ganz schön lang. So. Unsere Angel. Wie gesagt, du könntest hier ständig rauf und runter, vor und zurück, links und rechts rennen. Einfach nur wegen der Maintenance von der Hütte. Aber wir wollen als allererstes mal einen Köder auswählen. Ne? So haben wir gar keinen Köder. Das ist der Billigköder, den wir gekauft haben. Also das vom Tier 1 oder Klasse 1 oder wie hat das genannt? Ich habe keine Ahnung. Das Schöne ist, ne, mit links gedrückt halten, zack, auswerfen. Also jeder Köder ist ein Biss, das heißt, für mich ist es kein verschwendeter Köder. Da könnt ihr nochmal anhalten und Schrott einsammeln. Na, wenn was beißt, linke Maustaste und ihr holt's rein. Da gibt's Spiele, da ist das Angeln deutlich anstrengender. So mit nur ziehen, wenn er nicht zieht und... Ist ja kein Angeln-Simulator hier. Ja, auf diese Weise auf jeden Fall werde ich jetzt die nächsten paar Minuten verbringen. Die 20 Köder weg. Angeln. Und vielleicht nochmal ein bisschen näher an der kleinen Insel vorbei und unten nochmal ein bisschen Schrott holen. Ich denke, dass wir so durch den Schrott durchbrennen. Gefühlt 50 Schrott von der großen Insel geholt. Gut. Aber in diesem Sinne machen wir die Folge heute ein bisschen kürzer. Soll es das für heute gewesen sein. Ich werde dann quasi noch das Deck hinten ein bisschen weiter ausbauen. Da müsst ihr jetzt auch nicht mit gelangweilt werden. Und die Kisten noch dran bangen. Und wie gesagt, die Insel werde ich noch looten. Haben wir sonst noch was auf dem Zettel, bevor wir an die nächsten Storypunkt gehen? Ich glaube nicht.
Nee, wir gehen dann auch an den nächsten Storypunkt ran. Das macht uns das Leben in einigen Punkten leichter. Kurz einen Schlag geradeaus machen. Da ein bisschen. Ah, das ist ein bisschen viel. Schon ein bisschen. Backbordseitig vorbei. Ich habe schon überlegt, von wegen, ob man nicht, seht ihr auf dem Radar, ob man die Müllsammelstrecke nicht einmal quer durchs Boot legt, das Boot quer zum Wind stellen und dann einfach mit der kompletten Breitseite den Müll einsammeln. Geht natürlich viel mehr mit. Ja, weil, also es läuft ja auch viel an Müll an uns vorbei. Gut, nee, aber wie gesagt, in diesem Sinne würde ich sagen, ciao, tschüss, ich bin raus. Wünsche euch noch ein schönes Whatever. Ne, wo immer ihr seid. Was auch immer ihr gerade tut. Wir sehen uns dann quasi morgen oder wann auch immer die nächste Folge ausgestrahlt wird wieder. Bis denn dann. Tschüss.